Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Frank Heißer und lange habe ich mich nicht mehr mit einem Expertentipp, mit einem Network Marketing Insider-Tipp gemeldet und da haben mich ein paar junge Kollegen gefragt, Frank, wann kommt denn das große Geld? Wann sind wir denn endlich reich? Und was so ein bisschen spaßeshalber gemeint war, wollte ich einfach jetzt mal aufgreifen an die Leute, die da draußen diese Meinung haben oder die denken, das geht so schnell. In der Regel ist es so, die Leute denken sich so, wenn sie angesprochen werden auf Network Marketing, ja, ich kenne so 5, 6 Leute, die da mitmachen würden, ich kenne so 3, 4 Leute, die das Produkt nutzen würden, ich bin dabei. Und dann sehen sie sich so ein bisschen wie ein Lottoschein oder wie ein Rubbellos und sagen dann, ja gut, da sind jetzt 5 Leute drauf, die fahre ich mal alle ab. Und da ist sogar so in der Regel, dass diese 5 Leute sogar als erstes mal absagen und dich sogar noch da vorwarnen wollen, auch diesen Schritt weiter zu verfolgen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass die Menschen es niemals wie einen Beruf sehen oder sehr, sehr selten wie einen Beruf sehen. Du musst Fähigkeiten erlernen im Network Marketing, die einfach dazugehören. Und da geht es nicht darum, Network Marketing als Hobby zu sehen, sondern Network Marketing wirklich als Beruf zu sehen und es 3 bis 5 Jahre aufzubauen. Die meisten Menschen denken, so, ich steige jetzt mal da ein, im ersten Monat, und das versprechen auch viele Sponsoren, im ersten Monat hast du deine Kohle wieder, gar kein Problem und so weiter. So ein Bullshit. Ja, es kann sein, ja, es kann auch sein, dass du das verzehnfacht hast, aber das ist uninteressant. Darum geht es gar nicht im Network Marketing. Die meisten denken aber, sie haben in einem Monat ihre Kohle wieder rein, ihr Startpaket wieder rein, im zweiten Monat sind sie im Plus und im dritten Monat werden sie schon reich. Und wenn das nicht so ist und das aber versprochen wurde, dann hören viele wieder auf. Statt zu sagen, hey, du gründest jetzt mit mir zusammen ein Unternehmen und lass uns beide doch committen, dass wir alles dafür tun, dieses Unternehmen groß aufzubauen. Ja? Im Network Marketing ist es wie in jeder anderen Branche und jeder anderen Beruf so, dass du viele Menschen brauchst. Ja, es ist so. Viele sagen, ja, hier brauchst du keinen zu sponsern und hast du nicht gesehen, wo kommt denn die Kohle her? Das frage ich euch mal. Und ich wette, ihr könnt mir nicht einen einzigen Menschen nennen, der alleine reich geworden ist. Steve Jobs damals, der hat auch ein Netzwerk. Ein Kundennetzwerk. Michael Jackson beispielsweise hat auch ein Netzwerk, ein Fan-Netzwerk. Und wir brauchen auch ein Netzwerk von zufriedenen Kunden, die Produkte immer und immer wieder gerne einkaufen und das dann halt über unsere Schlüsselnummer, über die unserer Partner. Und es ist kein Geheimnis, dass man für eine große Organisation oder ein großes Team eine gewisse Zeit braucht. Und wenn du dir ein traditionelles Business ansiehst, da ist es genauso. Du musst erstmal Bilanzen vorlegen, du musst der Bank sagen, was du vorhast, du musst einen Businessplan erstellen, du musst dir Geld aufnehmen, vielleicht für ein Restaurant 100.000 und du bist erstmal 3 bis 5 Jahre in den roten Zahlen. Zahlst dir vielleicht noch ein Gehalt, ja, aber das war es dann auch schon. Und Network Marketing meinen die Leute manchmal, ja, da steige ich mal ein und dann bin ich ganz schnell reich. Nein, solange du nicht akzeptierst, dass Network Marketing ein Beruf und kein Rubbellos oder kein Hobby ist, wirst du es sowieso nicht schaffen. Und du musst es auch schaffen, dass viele, viele Menschen mit dir zu diesen Zielveranstaltungen gehen, damit diese Menschen auch wirklich die Idee dahinter verstehen und die Geschichten auf der Bühne sehen, wo nämlich erzählt wird, wie Leute den Weg gegangen sind. Und da wird niemand dabei sein, der dir sagt, ja, das habe ich mal eben in 3 Wochen gemacht. Das gibt es nicht. Ja, es gibt Führungskräfte, die das Unternehmen wechseln, Teil ihrer Downline mitnehmen und dann ruckzuck in den obersten Positionen sind. Aber das ist dann auch nur aktives, schnelles Geld und das ist auch bekanntlich schnell wieder weg. Also wenn du Network Marketing wirklich ernst nimmst und ich nehme es ernst, dann bau dir ein Team auf. Fang mit 3, 4, 5 Leuten an, die es ernsthaft meinen. Mach mit denen einen Commitment-Vertrag und sagt, hey, wir beide schwören uns jetzt, dass wir das Ding hier ernst nehmen und aufbauen. Und helf deinen Partnern auch die 3 bis 4, 5 Leute zusammenzubekommen. Und fahr mit denen zur Veranstaltung. Sei mehr als alle anderen da. Lese Bücher. Bilde dich fort. Geh zu Workshops. Und sehe es als Beruf. Es ist im Prinzip kein Job. Es ist eine Art zu leben, ja. Du musst auch irgendwo anfangen. Und eins verspreche ich dir. Wenn du es ernst nimmst, wenn du es wirklich ernst nimmst, dann kannst du dich hiermit befreien. Aus dem Hamsterrad und wirklich aus dem Kreislauf des Lebens, wo du jetzt sagst, du bist wirklich gedeckelt. Das geht aber wirklich nur, wenn du es komplett durchziehst. Hörst du auf, bist du wieder da, wo du angefangen hast. Also ihr Lieben, ich wünsche euch wirklich, wirklich von Herzen alle Folge und wir hören uns demnächst wieder in einem neuen Video. Bis dann, euer Frank.